MotorTV 22. Wir freuen uns, nach 1,5 Monaten berichten zu können, dass das neue Museum wieder voll im Aufbau steht. Die zwei Brüder Attila und Alban Scheiber, die mit Euphorie und Tatendrang dieses Museum bis Ende November wieder fertigstellen möchten und die Tore öffnen. Bei einem Interview berichteten sie über die neuesten Möglichkeiten, die sie mit diesem Museum hier am Dimmelsjoch uns mit einer Neugestaltung präsentieren möchten. Vor 1,5 Monaten waren wir da. Da waren gerade 2 Tage vergangen, wo es im Dimmelsjoch herum gebrannt hat, im Museum. Heute stehen wir wieder da und der Baufortschritt, der ist gigantisch. Alban, wenn man da schaut, was da ihr innerhalb von 1,5 Monaten hergestellt habt, Attila, das ist ja perfekt. Also ich glaube, das Museum steht wirklich in ein paar Monaten wieder. Ja, natürlich nach den anfänglichen ja doch ein bisschen einen größeren Schock. Wenn man den dann da verdaut hat, dann liegt man halt oft einmal in der Nacht und wacht auf und denkt sich, der Weg kann nur nach vorne gehen. Und haben wir dann gleich das wieder, sagen wir mal, den Mut gefasst und gesagt uns, du, es nutzt nichts, wir müssen es wieder aufbauen, wir wollen es aufbauen und wir sollten eigentlich zurückkommen. Und zwar zurückkommen so, dass es sicher wieder hochattraktiv ist, wenn noch nicht sogar noch attraktiv. Aktiver, wie es, sagen wir mal, ursprünglich war. Attila, wie weit bist du schon mit der Suche nach neuen Motorrädern? Natürlich, sage ich jetzt einmal, ist es leicht, vielleicht leichter gesagt, wir bauen es wieder auf, aber so einfach, wie es jetzt hier klingt, ist es natürlich nicht. Gell? Also wenn man weiß, was da war und es soll ja wirklich auch wieder hochattraktiv werden, ja, dann weiß man auch, was da für Arbeit dahinter gesteckt ist und das kann man natürlich nicht in einem Sommer alles aufholen, aber ich muss sagen, also die Unterstützung ist derartig gewaltig, so dass ich mir, das hätte ich jetzt sicherlich vor 14 Tagen noch nicht gesagt, dass wir uns wirklich zutraue, dass wir im November eine hochattraktive Geschichte wieder aufsperren. Ich sage bewusst aufsperren, nicht eröffnen können. Die Unterstützung, wie gesagt, ist gewaltig. Also ich will es nicht sagen, aber ich habe schon ungefähr 250 Motorräder wieder beieinander, gell, die mir also von Sammlern eben schon zugesagt wurden. Und so, also ich habe da große Hoffnung. Wir haben also eine ganz tolle Ausstellung werden wir kriegen, mit Tiroler Bezug. Ich möchte da noch keinen Namen sagen, mit einem ganz berühmten Tiroler, der was also in der Welt rumgereist ist und solche Sachen. Wir werden also das sehr attraktiv gestalten. Wir werden es ein bisschen anders machen. Es wird also mehr nicht auch in die Richtung Museum gehen. Natürlich wird der museale Auftrag nie verloren gehen, aber den kann ich erst, glaube ich, jetzt mal wieder in 4-5 Jahren erfüllen, dass man sieht, also das Motorrad von der ersten Motorrad bis jetzt zur Neuzeit, ja, und alles, was dazwischen war, den Auftrag haben wir sicherlich auch, aber wir wollen mehr ein Experience machen, eine Erfahrung bekommt fürs Motorrad. Also unser Ziel ist sicherlich, die, was mit dem Motorrad noch nichts zu tun haben, dass die auch ein Vergnügen haben, da ins Museum reinzugehen. Und das haben wir jetzt die Chance dazu, nachdem wir jetzt wieder alles komplett neu aufbauen können. Ja. Gute Idee, Experience aufzubauen, die Leute auf das Motorrad zu holen. Alban, und wie wir jetzt sehen, wir stehen da auf einer ganz neuen Plattform, Vergrößerung des Museums. Ja, das war eigentlich schon länger geplant. Da haben wir ja schon letzten Sommer, sagen wir mal, die Fundamente gemacht. Und im Zuge dessen, wo wir jetzt ja alles wieder neu aufbauen können, haben wir uns entschieden, schon gleich diese große Erweiterung. Das Museum im oberen Teil wird annähernd doppelt so groß, wie es bereits war. Also wir werden da an die knapp insgesamt dann im oberen Bereich alleine 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben. Und wie gesagt, in diesem Zuge des Neuaufbaus wollen wir das auch gleich mitbetonieren. Auf alle Fälle geht es zügig voran, also wirklich fast besser, wie wir uns jemals gedacht haben. Und wie gesagt, das macht uns schon auch wieder Hoffnung, dass wir das hochattraktiv im Herbst dann wieder aufsperren können. Die zwei Scheibers sind immer für gute Sachen bereit. Aber wir werden unser Möglichstes tun, sehr attraktiv im November hier unseren Gästen was zu bieten. Ja, wir freuen uns und wir begleiten Sie über das Bauvorhaben hier im Museum, der Neuaufbau. Und wir freuen uns schon im November. Danke, Alban, danke, Attila. Und wir berichten in einem Monat wieder. Jawohl, bis jetzt.